Duga in Köln ist die weltweit größte Nahrungsmittelmesse. Da kann jeder schlemmen, probieren und naschen, so viel der Magen verträgt. Wie viel verträgt so ein Magen eigentlich? Ja, und vor allen Dingen, wie viel nimmt man an so einem Tag auf der Anuga eigentlich zu? Und sieht man das auch sofort? Wir haben den Test gemacht. Marie und Maria haben sich im Dienste der Wissenschaft einen Tag lang im Bikini den Bauch vollgeschlagen. Die Anuga in Köln, die weltweit größte Nahrungsmittelmesse. Hier kann jeder probieren, schlemmen und naschen, so viel der Magen verträgt. Aber wie viel verträgt so ein Magen denn? Und wie viel nimmt man an einem Tag auf der Anuga zu? Sieht man die Veränderung sofort? Wir haben den Test gemacht. Marie und Maria haben sich im Dienst der Wissenschaft einen Tag im Bikini die Bäuche vollgeschlagen. Ich mache mit hier bei dem Test, weil ich einfach mal sehen möchte, ob man wirklich in so kurzer Zeit so viel Gewicht dazu nehmen kann. Und meine trainierte Figur auf einmal im Eimer ist nur durch einen Anuga-Besuch. Wirklich Sorgen um ihre Figur macht sie sich aber nicht. Angst davor, zu viel zuzunehmen, habe ich überhaupt nicht, weil dann gehe ich morgen ins Fitnessstudio und dann ist es eh wieder okay. Um das Ganze auch wissenschaftlich auswerten zu können, wird erst einmal gewogen. Marie bringt 56,1 Kilo auf die Waage, Maria wiegt 57,6. Dann auf ins Schlaraffenland. Hallo, was haben Sie uns anzubieten? Kaviar? Den probieren wir doch, oder? Den probieren wir mal, ja. Danke. Ist gut, oder? Ich sehe das zum ersten Mal. Nee, aber so einen guten Kaviar habe ich ehrlich gesagt selten gegessen. Maria kennt sich aus und weiß auch, was sie dazu trinken möchte. Sack mit ein bisschen Orangensaft. Haben Sie da was da? Ja. Super. Ja, schon noch ein bisschen mehr Sekt. Ja, ja. Wäre nicht schlecht. Können wir eigentlich auch eine Flasche mitnehmen? Da haben wir immer ein bisschen dabei. Ob die Mädels den Test richtig verstanden haben, wahllos sind sie jedenfalls nicht. Ist das auch 100%iger Orangensaft? Ja, der ist super. Prost, Prost. Und guten Appetit. Die Mädels hauen ordentlich rein. Brot mit Olivenöl, Thai Curry, Datteln im Speckmantel. Und ich habe seit Jahren nicht mehr gegessen, weil ich mir die Sünde nie leisten konnte. Aber jetzt? Und heiße, leckere chinesische Wontons. Sehr gut machen Sie das. Merkt ihr schon irgendwas in euren Bäuchen? Ich merke schon, meine Taille, die neigt sich ein bisschen nach vorne, das Bäuchlein, aber ich glaube, es hält noch nicht an, oder? Also den tut man noch nicht. Dann kann es ja weitergehen. Oh, gracias, señor. Gracias. Ist Nougat? Muy bien. Lecker, oder? Aber was sagt das Gewissen? Also ich fühle mich unwohl, aber ich werde auf jeden Fall nächste Woche doppelt so viele Stunden im Fitnessstudio und dann ist alles wieder weg. Wegen so ein bisschen? Hallo, also ich glaube, ich habe seit Jahren keine Pralinen mehr gegessen und nicht mal Weihnachten esse ich Pralinen. Das ist heute der absolute Ausnahmetag. Aber dann haut er jetzt mal ordentlich rein, ne? Genau. Hallo. Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Und nach Schokolade gerne mal was Deftiges. Lecker, lecker. Mal so eine richtige Wurst reinschieben. Nehmen wir direkt mal das größte Stück. Doch nicht alles schmeckt. Oh, nee. Merkst du nicht, wenn das Fliegen kommt? Das geht gar nicht. It's very good. It's very good, sir. Really. Bei Maria spannt das Bäuchlein langsam. War dein Reißverschluss auch schon vor dem ganzen Probieren auf? Ich glaube noch nicht. Hat das Fett den Reißverschluss geöffnet? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, mein Bauch ist schon so weit nach vorne gestoßen, dass der Reißverschluss immer mehr aufgeht. Aber ist okay. Ich glaube, morgen lässt er sich wieder zuziehen. Hat Maria wirklich schon zugenommen? Höchste Zeit für ein Zwischenwiegen. Und tatsächlich. Oh Gott. 800 Gramm in einer Stunde, das ist ja wohl ein absoluter Rekord, oder? Oh Gott, wie groß geht ja gar nicht. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oh mein Gott, und ich dachte, ich habe einen guten Stoffwechsel. Was ist das denn? Oh Gott. Und was sagt die Waage bei Marie? Hat auch sie zugelegt? Ich habe tatsächlich zugenommen. 400 Gramm schon. Trotz kurzzeitigem Schock haben Marie und Maria noch lange nicht genug. Und in der Dessertabteilung ist das Wiegen schon wieder vergessen. Nach dem Wiegenzwischenstand, könnt ihr das noch genießen?
Also wir haben uns schon so dran gewöhnt, zuzuschlagen. Ich glaube, wir können gar nicht mehr anders bei den ganzen Köstlichkeiten hier. Also ich denke, da wir jetzt schon nach so kurzer Zeit relativ viel verhältnismäßig zugenommen haben, müssen wir uns das jetzt auch noch gönnen, damit sich das wirklich gelohnt hat. Dann weiter, schließlich gibt es hier noch Eis, Nachos, Sushi und vieles mehr. Ich fühle mich so fett gerade. Ich fühle mich gerade total unwohl mit meiner Figur in dem Outfit. Flüssiges geht allerdings noch. Am Pizzastand ist dann aber Feierabend. Was ist denn los? Ich gebe, glaube ich, auf. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich will mich hier nicht übergeben oder so im Fernsehen, in der Öffentlichkeit. Das wollen wir auch nicht. Zeit für das Finale wiegen. 57 Kilo mittlerweile, oh mein Gott. Marie hat also in 3 Stunden 900 Gramm zugenommen. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das ist auch bei mir absoluter Rekord. Maria bringt 58,4 Kilo auf die Waage, 800 Gramm mehr als zu Beginn des Tests. Glücklich, dass sie den Test hinter sich haben und die Klamotten noch passen, plagt sie dennoch ein schlechtes Gewissen. Also ein bisschen bereue ich es schon, weil auf jeden Fall jetzt ein extra Schicht im Fitnessstudio muss ich einplanen für nächste Woche. Ansonsten aber hoffe ich, dass ich das Kilo auf jeden Fall wieder loswerde. Ja, ich bereue es nur, dass es mir jetzt ein bisschen übel ist und das wäre halt nicht der Fall gewesen, wenn ich nicht so wahllos alles durcheinander gegessen hätte. Aber sonst denke ich, kann man das mal einen Tag verkraften. Na dann, ab nach Hause, ist ja auch schon wieder Zeit fürs Abendessen. Und ich bin immer noch so satt.